Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Ein Endspiel zum Auftakt. Jena gegen Münster, Letzter gegen Vorletzter. Sascha Hildmann bei seinem Preußen-Debüt sofort unter Druck. Er hatte den Fokus auf die Defensive gelegt und das sah man. Wenig Höhepunkte in Durchgang 1. Dann die 24. Minute, Lukas Cueto mit feiner Einzelleistung gegen Hammann und gegen Eckhardt. Und Koppens verhindert den Einschlag. Cueto zum ersten Mal in der Startelf seit Juli. 33. Minute, Münster im Angriff. Und dann gibt's den Pfiff und es gibt den Elfmeter für Münster. Stegemann zeigt auf den Punkt und das zu Recht. Volkmar hat den Arm zu weit draußen, geht zum Ball und steht auf der 16-Meter-Raumlinie. Der Pfiff vollkommen in Ordnung und Cueto sagt Danke. Lukas Cueto mit seinem zweiten Saisontor, der beste Preuße am heutigen Tag, macht's souverän. Rico Schmidt und dem FCC drohte die 15. Niederlage im 21. Saisonspiel. Durchgang 2. Zunächst passierte wieder wenig. Dann dieser Fehler von Hoffmann. Dann der Patzer von Wagner und plötzlich Carl Zeiss. Paljuka mit dem Abschluss und Günther Schmidt mit dem Nachschuss. Der Ausgleich in der 61. Minute. Gabriele mit dem schönen Zuspiel, Tunnel für Löhmannsröben und dann hat Carl Zeiss Glück. Julian Günther Schmidt erstmals seit langer Zeit dauerhaft verletzungsfrei. Auf ihm ruhen die Hoffnungen. Und plötzlich war Feuer in der Partie. Carl Zeiss wollte mehr, Münster konterte. Über Lukas Cueto. Der wird nicht angegriffen. Der hat Platz, der hat Zeit und der hat so viel Gefühl. Lukas Cueto per Traumtor zum Doppelpack. Erneute Führung für Münster. Neues Jahr, neuer Trainer, neue Chance. Und Cueto nutzt sie aus. Und wie? Carl Zeiss musste den Gau verhindern. 70. Minute. Paljuka auf Julian Günther Schmidt. Direkter Abschluss aus der Drehung. Und Schulze Niehüß mit bärenstarker Reaktion. Carl Zeiss engagiert in dieser Phase. 78. Minute. Paljuka mit der Flanke und dann Skenderovic mit dem Foul an Löhmannsröben. Der Königstransfer der Preußen bei seinem Debüt muss den Kopf hinhalten, wird voll erwischt von Skenderovic. Der sah dafür zunächst gelb. Löhmannsröben blutete und Stegemann entschied sich nach Rücksprache mit dem Schiedsrichterassistenten um, zeigte glattrot für Skenderovic. Carl Zeiss nur noch zu zehnt, eine hitzige Schlussphase begann. Münster hätte alles klar machen können durch Cueto, aber auch Jena hatte Chancen. Julian Günther Schmidt und erneut Schulze Niehüß. Und das große Finale in der 4. Minute der Nachspielzeit scheitert Bock. Der Vorletzte gewinnt beim Letzten. Wir stehen jetzt, glaube ich, schon länger auf dem 20. Tabellenplatz, deswegen kann man jetzt nicht von Tiefpunkt sprechen. Aber ja, wir wissen, was für eine Chance wir heute verpasst haben. Und das schmerzt enorm, vor allem, weil deutlich mehr drin war wieder. Mir hat die Leidenschaft gefallen, wie wir heute Fußball gespielt haben, wie wir bereit waren, diese Wege nach hinten zu gehen. Mir hat gefallen, wie sie die Mannschaft gearbeitet hat, wie sie kommuniziert hat. Und ich glaube, das war schon ein richtig guter Schritt. Unter Sascha Hildmann feiert Preußen den ersten Auswärtssieg der Saison. Carl Zeiss hingegen erlebt den nächsten Tiefpunkt, tabellarisch und emotional. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.